Ja, keine Ahnung, ne? Ich habe hier irgendwie einen moralischen Disput, glaube ich, mit so Lobbyistenverbänden. Denn bei Edeka im Kühlregal ist eine Wurst, eine Bratwurst namens Lulu aufgetaucht, ohne Darm. Und keine Ahnung, von welchen Lobbyisten das kam, aber St. Pauli hat ein Lobbyismus auf Edeka. Und nach dem Magnesiumsulfat hier über die Häuser, das darf man schon nicht mehr erzählen, ne? Ist aber so. Dann frage ich mich ernsthaft, was das für ein Lobbyistenverband sein soll. Ich habe der Verwaltung geschrieben, dass ich diese Machenschaften jetzt langsam echt nervig finde. Und ja, keine Ahnung so. Das war das dann so, wo ich dann gedacht habe, geht nicht, dass die ein Kind quasi über die Seriennummer gezogen haben bis in das Kühlregal von Edeka. Was da jetzt keine Ahnung. Also ich kaufe das nicht. Definitiv nicht. Hab da keinen Bock drauf. Ich konsumiere auch Fleisch. Ich bin jetzt nicht so der Hardcore-Veganer oder Moralist oder Diakonist auf Missionsarbeit, auf so einem Kriterium. Nur die verdienen sich hier an diesen Häusern und Kindergarten und Straßenlabels alle eine goldene Nase und die anderen zahlen hier nur drauf. Gut, ich bin immer noch am Schreiben und werde das dann irgendwann mal gesammelt abgeben, irgendwie. Und mal schauen, ob ich nicht einfach auch endlich meine Rechtsansprüche durchkriege. Weil die Leute tatsächlich Geldschulden bei mir haben und ja, bei anderen wahrscheinlich auch schon. Egal. Okay, bis dann. Tschüss.